Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mal wieder zu einem sehr spannenden Unboxing, wie ich finde. Und zwar soll es heute um dieses Album gehen. Ja, Nils Lofgren, Akustik Live. Ich glaube, es gibt nur zwei Fraktionen von Menschen. Die einen, die sagen, hä, kenne ich gar nicht. Und die andere, die sagen, oh Gott, geh weg. Warum? Weil, ja, vor allem der Track Keith Don't Go ist, soweit ich weiß, einer der meistgespieltesten Tracks auf Hi-Fi-Shows, Hi-Fi-Messen und hängt deswegen dem einen oder anderen aus dem Hals raus. Aber das tut trotzdem dem Album, finde ich, ja, keinen Abbruch. Das Album ist fantastisch. Es heißt Akustik Live, das ist es auch. Akustik, viel Solo-Gitarre mit, aber hier und da ein bisschen Unterstützung. Und das Ganze ist ein Album von Original 1997 und aber auf CD rausgekommen. Und es gibt eigentlich nur diese Vinyl-Version von 2015, auch von Analog Productions, gemastert von Ryan K. Smith. Und das ist eine unfassbar gut klingende Platte. Doppelvinyl, 33 RPM. Dieses Album fast unmöglich zu bekommen, neu, mehr nicht verfügbar. Gebrauchtpreise, wir schauen mal aktuell rein, was Discogs sagt. Da geht es ab $100 los und ganz schnell weit aufwärts. Und nun hat Analog Productions noch eine zweite Version auf Vinyl rausgebracht, und zwar als 45 RPM 4-Vinyl-Boxset. Das Ganze habe ich hier drin. Zur Information: beide Platten gehören mir nicht. Das ist eine Leihgabe, um ein Review zu machen, ein Unboxing mit euch zusammen von dem lieben Dominik, der auch Hi-Fi und Vinyl verrückt ist und ganz in meiner Nähe wohnt. Vielen Dank, lieber Dominik, dass ich das durch dich machen kann. Also, dann schauen wir uns mal an, was in der tollen Box kommt. Die sind ja immer fantastisch verpackt, diese Sachen. Und hier liegt das gute Stück drin. Schaut mal. Wie immer hochwertig gemacht. Schöne Box. Hier unten habt ihr den Hype-Sticker drauf. So, dann machen wir das Ganze mal zusammen auf. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Dominik den Shrink aufheben will. Dominik, aber ich mache es mal so auf, wie ich es für mich auch aufmachen würde. Und zwar, dass ich nur hier kann man das rausschieben, schneide ich mal hier nur die Folie frei. So, wollen wir das mal rausziehen? Ja, hier die normalen Boxsets etwas anders gestaltet als die UHQRs. Die UHQRs haben ja dann hier an diesem Ende noch so eine, ja, glaube Kunstlederwölbung, also eine Holzwölbung und dann Kunstleder drüber. Das ist noch ein bisschen schicker gemacht, aber auch das hier tolle Qualität. So, und so kommt das aus dem Schuber raus. Wir schauen uns mal an, was da drin ist. Einmal, ja, wie üblich hier, Acoustic Sounds, mal wieder etwas Reklame für andere Sachen. Dann hier das Album. Sieht so aus. Ich finde, jetzt gerade hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das sieht aus, als hätte jemand die Platte schon mehrfach so über einen Tisch gezogen. Hier sind irgendwie schon so, ja, Abdrücke irgendwie auf der Oberfläche. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ansonsten, ja, schweres Cover, ne? Weiß nicht, ob das Stoughton ist oder irgendwas, aber sehr schönes, schweres Cover. Gut. Hier die Platte, die erste. Und wie gesagt, wir haben hier 4 LPs auf 45 RPM,
Dementsprechend hier 1, 2 Tracks auf Seite 1 und auf Seite 2 auch 2 Tracks. So sieht das Ganze aus. Ganz normales schwarzes Vinyl. Sieht okay aus. Wir haben hier in dem Gatefold die erste und die zweite Vinyl. Und hier zusätzlich Platte 3 und 4 nochmal separat verpackt. Ja, wir schauen da auch nochmal rein. Hier auch. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf dem matten Schwarzen sieht das aus, als hätte das schon jemand so über den Tisch gezogen. Seltsam. Ja, das Gleiche. Ist nichts, was man sich anschauen muss. Ja, und ansonsten ist hier gar nichts drin. Also ihr habt eine Platte, zwei Platten und das Album zusammen. Schade, ehrlich gesagt, dass da nicht noch irgendwie so ein kleines Heft, Büchelchen dabei ist, irgendwas. Ne? Ist ja wirklich sonst gar nichts jetzt mit drin. Okay, ist dann halt so. So, also nochmal kurz zur Erklärung. Diese Version, auch von Analog Productions, auch hochwertig gemacht, klingt unfassbar toll. Also das ist absolute audiophile Vorführmusik, absolute Spitze. Jetzt geht's drum, der Vergleich, wie ist die neue Version aufgeteilt auf 4 LPs mit 45 RPM. Wird das Ganze besser klingen? Übrigens, das Ganze ist ein digitales Recording. Und hier wird aber auch ganz klar mit offenen Karten gespielt seitens Analog Productions. Eine digitale Aufnahme, aber ja, so toll, dass sie das trotzdem rausbringen möchten. Ja? Spielt für mich keine Rolle. Wie gesagt, klingt mega. Wird die noch besser klingen? Ich höre mal rein. So, liebe Leute, hier bin ich wieder. Ja, ich muss sagen, es fällt mir schwer. Also das war jetzt nicht leicht. Übrigens, wie gesagt, 4 LPs, ehrlich gesagt, ich hätte, glaube ich, eine UHQR 33er auf Doppelvinyl hier bevorzugt, wenn ich dieses Album in einer geilen Version wollte. Das mit den 4 LPs, ihr habt hier zum Beispiel ja, auf Seite 3 der zweiten Platte ist auf einer Seite nur Keith Don't Go. Ja, das Lied geht 6 Minuten 40. Da müsst ihr schon wieder drehen für die Seite 4 auf der zweiten LP. Da sind dann 2 Tracks drauf. Ja, das ist natürlich, also da bin ich vom Prinzip kein Fan davon. Kann man machen, wenn man eine Platte liebt und die als Vorführplatte benutzen will, dann kann man das benutzen. Aber um Schallplatte zu hören, so wie ich das mag, ist mir das mit den 4 LPs allgemein zu heavy. Ich habe dementsprechend auch jetzt nicht die komplette Platte miteinander verglichen, das ist ja auch schwierig, sondern ich habe mich auf 2 Tracks konzentriert, die eben auf der zweiten LP sind. Auf Keith Don't Go eben und der Song danach auf der anderen Seite Wonderland. Keith Don't Go relativ simpel gehalten und bei Wonderland noch andere Musiker, also ein Kollege noch dabei, da passiert ein bisschen mehr, deshalb. Grundsätzlich nochmal als Information, das ist ja der gleiche Mix. Ja, also der gleiche Mix gemacht, aus gleicher Hand von den gleichen Leuten. Eben nur einmal 2 auf 33 und 4 auf 45 RPM. Ich habe also diese 2 Tracks immer wieder miteinander verglichen und die Platten immer wieder gewechselt. Und bei Keith Don't Go ist es mir relativ schwer gefallen. Also noch schwerer wie bei Wonderland. Die klingt schon so toll. Es ist eigentlich kaum vorstellbar, dass es noch besser geht. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass diese 2015er Analog Productions Platte von Dominik natürlich jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und gebraucht ist. Und weil der Dominik liebt das Album, da hat die natürlich rauf und runter gehört. Dementsprechend hat die auch geringe Gebrauchsspuren. Auch das müsst ihr berücksichtigen in dem, was ich jetzt sage, weil das ist natürlich brandneu. Es fiel mir schwer, leichter fiel es mir dann bei Wonderland, aber auch nicht deutlich. Ja, es ist ein Ticken besser, aber es ist ja wirklich nicht extrem. Man muss sich wirklich Mühe geben, die Anlage muss das mitmachen, muss fähig sein, das zu spielen. Je besser die Anlage, desto mehr hört ihr da natürlich einen Unterschied.
Ich würde sagen, die 45er, die wirkt minimal brillanter. Alles wirkt nochmal einen Schnipser greifbarer, was man aber, wenn man die kennt, sich nicht vorstellen kann, auch nicht vermissen würde. Also ja, die Gitarre wirkt nochmal frischer, ist vielleicht auch ein gutes Wort. Ja, wenn der die Saiten spielt, das wirkt noch ein bisschen brillanter, frischer. Aber das sind wirklich, wirklich Nuancen. Wenn ich mich entscheiden müsste, ja doch, würde ich die nehmen. Aber es nervt mich, wie gesagt, mit den vier LPs. Ansonsten gibt es da keine großen Unterschiede, weil es, wie gesagt, ja der gleiche Mix ist. Ne? Es ist nicht eine neue Reissue irgendwie, wo man sagt, ah, da ist die Stimme viel mehr im Vordergrund oder oh, da haben sie die Gitarre oder die Bassgitarre noch ein bisschen deutlicher. Nee, das ist ja hier überhaupt nicht der Fall. Also man kann höchstens sagen, dass das noch ein Ticken frischer klingt und brillanter und deswegen teilweise vielleicht ein bisschen greifbarer. Ihr merkt, das fällt mir wirklich schwer. Aber eigentlich spielt es auch keine große Rolle, weil für alle, die diese Platte schon immer haben wollen, gibt es nur diese zwei Möglichkeiten. Und hier die Preise auf dem Gebrauchmarkt, unfassbar. Keine Ahnung, ob die von Analog Productions jetzt auch nochmal parallel auflegen. Nochmal neu, aber ich glaube es fast nicht. Und dieses eben eigentlich günstiger verfügbar, wenn man direkt bei Analog Productions aktuell bestellt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video zu diesem Boxset gut gefallen. Mir hat es mal wieder Spaß gemacht. Dominik, du bekommst deine Platten wieder zurück. Vielen Dank nochmal. Schaut noch ein paar Aldi-Videos von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bis dann.